angeschafft habe. So, Leute, wir sind wieder da. Ich gebe jetzt auch mal hier ihren Elixier und dann geht's weiter hier. Meine Fresse, Alter. Ja, bleibt wohl doch nur bei einem Part, ne? Und bei einer einzigen Sache, die wir schaffen. Ja, und alles, weil Sluxy super gelaufen. Das alles, weil Sluxy seinen menschlichen Bedürfnissen nachgehen muss. Essen. Junge, lernt einfach diese Bedürfnisse zu unterdrücken. World of Warcraft? Alter. Essen. Hunger? Okay. Boah, jetzt laufe ich auch noch richtig. Was soll die Scheiße denn? Ey, ihr hättet es vorhin mal wieder sehen sollen. Schade, dass du da nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt hast. Der Typ verläuft sich in einem geraden Gang. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das alles schaffst, ne? Der kann. Es gibt nur zwei Wege. Wir sind halt von dem einen Weg gekommen. Wie kann man sich da verlaufen? Geht alles, man muss es nur wollen. Ja. Man ist immer so motiviert, wenn wir in die Sessions starten und dann am Ende kriegen wir nicht ansatzweise das Pensum hin, was wir uns immer vornehmen. Oder dann haben wir den ganzen Salat. Ich meine, hier stehen jetzt alleine in Skype schon 6 Punkte, die eigentlich geschafft werden wollen und... Ja, die haben wir uns jetzt erstmal als Stichpunkte halt vorgenommen, ne? Tja, aber wir haben es geschafft, sie vorzulesen. Das ist schon mal was. Sie musste ja noch eine Stunde World of Warcraft spielen, ne? So, und wehe, das klappt jetzt hier nicht mit der scheiß Bootsfahrt, dann werde ich aber böse. Scheiße, ich habe nur 2 Rubine. Ist das umsonst, Perle? Na, hoffentlich. Das sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du nicht... Genau, also mussten wir Odolva besiegen. Aber lass mich erklären, du zielst nicht auf mich, sondern auf das Ziel. Triff mich und ich werde richtig sauer. Oh. So, ich mache jetzt hier ein Safe State, einfach weil ich keinen Bock darauf habe, die Scheiße immer neu anzuklicken. Safe State! Gott, man und das mit Sluxy-Steuerung! Oh, die Sluxy-Steuerung und trotzdem triffst du. Psst. So, Oma, Batterien in den Rollator und los geht's. Sehr schön. Ey, Oma! Jetzt gib ihr eine mit. Alter. Du! Scheiße. Oh, jetzt geht's los. So, wir sehen hier einen Profi bei der Arbeit. Ich weiß gar nicht, einfach nur eine besoffene Oma. Mussten wir das zweimal machen? Boah, ich war da früher richtig gut drin. Also nur zweimal wäre gut. Alter, wo ist die hin? Da. Terror-Oma. Ja, Gott, jetzt weiß ich, warum du dich so schwer getan hast bei dem Epona-Scheiß, Alter. Für der Steuerung ist ja asozial mit dem Analogstick über ein Emo. Jupp. Yep. Wer hätte das gedacht, aber da ist ja... Der N64-Joystick um einiges angenehmer. Hast du gelitten? Was kann ich dafür, wenn du in den Fall reinfliegst, du dumme Pute? Ja, ja, der gute alte N64-Stick auf dem Emo kannst du in die Tonne knicken. 2 Stunden das Ding gespielt, schon ist der Analogstick ausgeleiert gewesen. Ja. Aber die ganze Empfindlichkeit von dem Stick wie beim 64 kommt halt nicht so gut rüber auf dem Emu. Von daher gibt's nur Vollgas oder rückwärts. Scheiße ist er. Ja. Wir brauchen 25 Felix. Oder 30, ne? Ah, jetzt fehlt uns eins. Was? Nein! das ist das Herzteil. Ich wollte gerade mich beschweren wegen dem Trostpreis. War das nicht spaßig? Oh ja, hat richtig Spaß gemacht, wie ich die abgeknallt habe, ne? Oh ja, da stehst du drauf. Sie in ihrem dunklen Kabuff drin sitzt. Da stehst du voll drauf. Gab nur ein Herzteil bei der, ne? Oder? Ich meine, zwei. Nee, eins. Bist du sicher? Ja? Okay. So, übrigens, hatte einer von euch in die Kommentare geschrieben, wenn man hier dem Pedo-Opa da hinten ein Bild von Tingle zeigt, erzählt euch, dass er der Vater von Tingle ist. Ja, er muss doch zur Schule gehen. Ja. Wie alt ist Tingle? Wobei, hier Chris, du hast ja auch was Bayerisches an dich, dann bist du und Tingle ja miteinander verwandt, wa? Ja, klar. Oh, jetzt wird's kriminell. Solche Leute in grünen Ganzkörperanzügen mit roter Nase, die sehe ich hier immer rumlaufen. Ist Standard, ne? Ja, locker. Tracht so. Hier unten. Was machen wir jetzt? Oktoberfest.
Ja. Wir haben eigentlich wenig Zeit. Wir können jetzt noch die Kloscheiße machen. Die Kloscheiße. Dann lass die Kloscheiße ausgedrückt, Alter. Und zwar einfach müssen wir mal dafür. Und zwar müssen wir dafür in das Hotel. Papier. Wir brauchen Papier. Und Papier. Wo kriege ich Papier? Ach, die Urkunde, ne? Ja, diese Hand im Klo, die gab's bei diesem Zelda Gameboy Teil auch noch bei. Wo kriege ich denn jetzt auf eine Schnelle die Urkunde? Ja, muss ich jetzt echt die Bomberscheiße eben machen? Nee, du kannst ja mit dem Passwort direkt reingehen. Okay. Warte. Wie viel Uhr haben wir es denn im Spiel? Kurz vor spät. Kurz vor Mitternacht. Also oh, dreh die Zeit zurück, Digga. Um Mitternacht kommt die Hand. Dreh die Zeit. Also verlangsam die Zeit. Ja, aber ist doch, die kommt doch jede Nacht, oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht, ob das nur eine Stunde lang ist oder so. Keine Ahnung. Musste man den nicht in einer bestimmten Nacht ansprechen für das Herz? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das ja nur bei dir gesehen damals. Es lag sie also doch selber nicht mehr. Scheiße. Ich weiß nur, dass sie ab Mitternacht kommt. Ja, du bist gut, Alter. Mhm. Aua. Aber jetzt muss hier jeder Griff laufen, Alter. Das ist ein Spiel auf Zeit. Wo ist meine scheiß Karte hin? Die habe ich doch sicher jetzt ausgemacht wegen Sluxys dummer Steuerung. Da war sie doch. Da. Siehste. Meine Karte. Hier bin ich falsch. Hier muss ich hören. Oh, was war denn der scheiß Code nochmal? Oh, mein Bein schläft ein, ekelhaft. Wo steht's? Da, 32514. 32514. Oh, Diskriminierung. Oh, Mann. Zwei, fünf, eins, vier. Der Kleine will aufmucken. Ich glaube, ich krieg mich nicht mehr. Bombergang, Alter. Die, kennst du nicht die Bomberbande? Also die regieren momentan die East und die West Side von Termina. Vorstadtgangster. Ja, Mann. Ich würde mich nicht mit denen anlegen, Alter. Die mit kennen da überhaupt keinen Kindergarten. Spaß. Die bombern dich weg. Die bombern dich weg, du. Da guckst du. Ich glaube den. Lass mich doch in Ruhe spielen. Die machen da keine halben Sachen, Freundchen. Also so, ne? Ist ja, die haben bestimmt. Das war bestimmt auch nicht das Horror-Kit, was die Oma im Sumpf da umgeschubst hat. Das waren bestimmt die Bomber. Sind da hingegangen und haben die Oma umgeschubst. Nein. Ich renne nämlich sowieso wieder in den Kollegen da hinten rein. Ich kenne mich. Boah, wenn ich das jetzt noch schaffe bis 12 Uhr, weil die ist, glaube ich, nur Punkt 12 da, ne? Also, oder? Liebe Zuschauer, wenn ihr mitternachts aufs Klo geht, einfach mal reingucken und immer ein Dokument in der Hand behalten. Wunderschön. Das macht keinen. Und da ist eine weiße Hand raus. Der Toilettengeist. Ja? Ja. Was ja? Wir haben gleich 12. Gib mal Stoff. Es ist 5 vor 12, Freunde, ja, ne? Wie wirklich ungeduldig er heute ist. Ich will essen, es ist gleich kurz vor 12. nur wenn es um WoW geht, weißt du da, ne? Es geht ums Essen. Geht ums Futter. By the way, Leute, heute ist das Remake rausgekommen, ne? Von Majora's Mask. Stimmt, da war ja was. Ja, ist heute rausgekommen. Keiner von euch sich gekauft. 3DS war das, ne? Ja, ja. Wäre schön, wenn ich ein 3DS hätte. Dann hätte ich mir auch gekauft. Habe ich aber nicht. Sei froh. Das Ding ist die Kohle nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Das letzte Ding, was ich mir gekauft habe, war der Game Boy Advance SP. Den man damals aufklappen konnte. Du Scheiße. Boah, ja, das letzte, wenn Nintendo 1 kann, dann ihre Konsolen schön entwerten. So. Der kommt runter. Also wird das noch klappt. Bim, bim, bim. Wir haben schon 12. Aber vielleicht ist die Hand ja zwischen 12 und 1 da. Man weiß es ja nicht. Dass da noch keine Beschwerde eingegangen ist in dem Hotel, dass da auf einmal um Mitternacht so eine Hand aus dem Klo kommt. Jetzt, die Zuschauer können sich ja eventuell mal Gedanken drüber machen, was es mit der Hand auf sich hat. Ob es da eine Geschichte dahinter gibt. Vielleicht eine Urban Legend ausdenken. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, kreativ, Leute.
Gameboy-Teil. Also wir werden es dann wie mit den, sag mal im Schnell, wir werden es dann wie mit den anderen Sachen halt, mit Slavis Biografie und werden die dann im LP vorlesen, oder? Ja, ne? Machen wir. Ja, wahrscheinlich kann nur Slavi diese Hand sehen und alle anderen nicht. Ja, gucken wir mal. Sie haben sehr kreative Zuschauer, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich war Slaxos. Jetzt ist er abgehauen. Der hat was. Ist er abgehauen, jetzt ist er schon essen gegangen, der hat Feierabend gemacht. Jetzt nagt er an seiner Hand oder an seinem Fuß. Ich hab Hunger. So. War hier das Hotel? Apropos, nee, da drüben war das. Wie sind wir denn eigentlich von der... Ach, fuck, ich hab mich auf Stopp schon so überzogen, Alter. Ey, scheißegal, dann wird das jetzt so ein extra langer Part. Wir haben so brutal überzogen, ich hab nämlich auch nicht auf die Stoppuhr geguckt. Dann wird das jetzt ein extra langer Part. Freuen sich die Leute. Extra Wurscht. Oh, zack. Jetzt redet er auch noch vom Essen, ich krieg die Krise. Ich hab Hunger. Du musst dich ablenken. Guten Tag, ist hier eine Hand im Klo? Nee. Alter, im Keller unten. Man kann ja mal kurz Hallo sagen. Guten Tag, was machen die Herren hier? Kartenspiel? Hast du die Geschwister Rosa schon getroffen? Nein. Geh mal zur Hand, Digga. Meine Fresse, ich will nicht wissen, mit wem ihr gestern im Puff unterwegs wart. So. Ich finde das so genial, wie er als Deko-Kind die, ich wollte es gerade sagen. Die Türen öffnet, Alter. Das ist einfach nur Style. Oh, scheiß drauf, das dauert mir jetzt so lang. Kriegt ihr noch ein. Oh Gott. Die Treppe ist putt. Möchte ich auch mal bei mir erleben, ne? Dass da so ein Riesenstein die Treppe runtergerollt kommt. Ich würde mal sagen, das war mal ein Griff ins Klo. So. Ach, Idiot! Erzähl was Neues. Ich hab die Träne nicht abgegeben! Oh. Läuft! Er schießt ihn. Ich frag mich, wie viele Zuschauer jetzt schon seit 3-4 Minuten sich denken, ach, gib doch die Träne ab! Ah, würde es am Steuer halten, ne? Diese LP ist verflucht, Alter. Ja, im Thumbnail muss so das Warndreieck, reinhauen, Wishes am Steuer. Vorsicht, bitte langsam fahren. Und Hunger. Das ist, weil wir jetzt im Gespräch sind, ich euch Pappenheimer beim Quatschlabern zuhören, dann bin ich abgelenkt. Na, er hier. Beste Frisur EU West. Achso, hab ich ja schon. Da kommt das ist so ein Aladdin-Hütchen auf. Yeah. Ein Stück Papier. Och, Dicker! Das dürfen wir ihn noch beim Wegdrudeln zugucken. Ja, und 5 Minuten lang noch hinterher gucken. Tschüss! Hau ab! Das macht sowieso keinen Sinn, dass der da die fetten Säcke tragen kann, Alter, mit seinem kleinen Blättchen da oben rüber. Er ist ja schon einer, ne? Ein bisschen Spinat gefressen. Junge, diese Schwarzmarkthändler. Ja, und probieren sie einen über den Tisch zu ziehen. Dann bleibt doch da hängen. Haben sie nicht mal einen Tisch? Ich finde das immer sehr interessant, wie der Hund auf die verschiedenen Formen von Link reagiert. Als Deko-Junge greift er euch ja an. Und als Goronen knurrt er euch an. Ich sitze da jetzt mal rein. Alter, ich krieg die Krise, ne? Wenn ich jetzt gerade an den Köter denke, genau so einen Köter hat unsere Untermieterin auch. Der schaut genau so aus, bloß in Dunkel. Ihr habt einen verpixelten Hund? Wie geil ist das denn? Ja. Ist das eine neue Rasse? Mhm. Komm, schaffst du, Link. So, zack. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Keine Panik. Alter. Links. Schnell. Oh, da ist er ja. Hier sehen wir mal wieder ein Profi bei der Arbeit. Alle guten Dinge sind drei. Meine Fresse! Willst du das Papier doch nicht mit haben? Dem Kack, ja. Papier, bitte! Ihr ja, Digga. Yeah. Yes. Das sitzt bestimmt so ein Gollum unten drin. Ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Vor allem, wow! Du hast mich gerettet, Mann. Kann man jetzt verstehen, wie man will, ne?
Oh, das hier ist reingeplumpst. Ich geb's dir mal. Ja. Nein, bitte nicht! Immer diese Organhändler hier in Termina, weißt du, die dann die vergammelten Organe irgendwo versuchen verschwinden zu lassen. Oh. Wer, wie auch immer diese Person, wurde ins Notizbuch eingetragen. Du hast Fragezeichen aus der Bedrängnis geholfen. So Leute, wir wollen eine Story zu dem Kollegen hier haben. Vielleicht wisst ihr ja, was für eine Background-Story er hat. Was wohl passiert sein muss, dass er in diese in diese beschissene Lage gekommen ist. Haha, beschissene Lage. Beschissene Lage, so, dann würde ich auch mal sagen, wir beenden diesen Überlängen-Part hier jetzt mal. War nett mit euch. Hat Spaß gemacht. Sluxy und Wishes und Chris findet ihr in der Videobeschreibung, egal auf wessen Kanal ihr gerade seid. Und dann sag ich mal, haut da rein. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um die Bieber-Brüder. Tschüss. Und da freue ich mich drauf. Tschüss. Ciao.